Was geht ab? Ab ins Schloss. Ja, gut. Okay, die. Es ist die Overworld-Musik. Einfach nochmal als Level-Musik. Nur ohne Regen-Hintergrund-Effekt. So, hier würde ich einfach ein bisschen fliegen. Okay, ich sehe schon, das sind so fette Wellen, die an die Sache hier. Ja, erschweren, vereinfachen? Ich kann es gar nicht mal so sehr sagen, was es davon ist. Ja, spring raus. Mach's richtig. Okay. Gut. Mist, voll in die Algen. Damit war's das jetzt mit Fliegen. Okay, ich lasse mich einfach treffen und nehme mir das dann einfach. Ich sehe nicht, wie ich das sonst hätte tun sollen. Weg mit dir. Okay, schon langsam. Die hier kann ich ja töten. Die Gegner kenne ich ja noch aus irgendein anderer oder mehrere andere Levels. Okay, ich würde auch gerne hier das hier mal drücken. Wieder fliegen. Okay, nehme ich. Mal sehen, wie lange ich das schaffe zu behalten. Bei den ganzen Raben in irgendein Krach ich gleich sicher noch rein. Boah. Okay, nein. Scheiße, ich war jetzt gerade erstmal verwirrt, weil ich dachte, weiß nicht, hier ist kein Boden, aber hier ist doch Boden und dann ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Was ist das denn? Bücher? Okay, fette Bücher anscheinend. Ja, warum nicht? Den Pilz hätte ich gerne. Ah. Könnte gefährlich werden hier. Hm. Man kann anscheinend irgendwie hoch, aber will ich gar nicht. Checkpoint. Haben wir jetzt einen Boss? Das ist schon so eine. Hey, hier passiert was Böses Musik, aber die kommt auch einfach so oft. Also wenn auch Level da ist und nicht einfach nur ein Boss. Aber vielleicht kommt doch ein Boss. Ich weiß nicht. Sterbe ich nicht, wenn ich jetzt hier runterspringe? Ja, tue ich! Und diese Plattform war so nett, überhaupt nicht aufzutauchen. Oder erst richtig spät, dass ich schon genug Zeit hatte, Zweifel zu haben. Ja, danke schön. Okay. Nochmal das Ganze. Zack, zack. Gut, jetzt wissen wir es ja besser. Es gibt eine Plattform, die irgendwann auftaucht. Richtig spät. Anscheinend. Ach nee, da war die. Da war die ja gerade schon. Gut. Ja, gut. In dem Tempo, wie sie da erstmal steht und braucht, wieder zurückzugehen. Okay, jetzt haben wir einen Boss. Eine gekreuzigte Frau. Wer ist die denn? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das irgendein Spiel ist. Ich denke mal. Hilfe. Ich stell mich einfach mal hier hin, weil hier ist keine von denen. Oder auch nicht. Die ist falsch. Okay, ich sehe schon. Ich muss eine echte mal erwischen. Stell euch mal vor, ihr kämpft gegen eine üble Dämonenfrau. Und eure Waffe ist eine Erdbeertorte. Du bist echt Mist. Gut, dann habe ich schon mal mehrere zumindest erwischt, die fake sind. Die echte, die, glaube ich, hat auch einen anderen Takt, in dem die ihre Flügel ausschwingt. Hier, bitteschön. Ich finde es gut, wenn die jetzt voll in die falsche Richtung streut, ihr, oh, irgendwas, was ihr da habt. Mist. Okay, jetzt hat sie mich aber dick erwischt. Bitteschön. Ich sagte, verdammt. Habe ich sie schon erwischt? Da. Jetzt liegt sie da. Tja. Okay, war nicht allzu schwer. War cool gemacht. Aber voll machbar, dieser Boss. Hier, ich humiliate dich. Ich will das direkt vor sie schmeißen. Okay, egal. Cool. Boss defeated. Und jetzt Subterranean Hell. Klingt nicht gut. Ach, wir sind direkt wieder unter Wasser hier. Unter Wasser Autos rollend. Mit ganz viel Kugeln und Kanonen. Ich glaube, das ist schon schwieriger als der Boss von gerade. Was hier abgeht. Ich weiß jetzt so gar nicht, welcher Weg hier so der bessere ist. Ich will hier oben lang. Ich weiß auch nicht. Ansäubel. Toll. Bitte ein Item. Yes. Okay.
bringt mir nicht viel, an sich Vollblumen zu haben, aber es geht ja darum, Treffer abzufangen. Also ich meine, der Sinn wirklich hinter dem Item ist ja hier überhaupt nicht gegeben. Was soll ich denn hier erschießen? Aber es geht einfach darum, dass ich Sachen einstecken kann, Treffer. Ach, guck mal, weil ich unter Wasser bin. Merkt ihr? Ich kriege immer mehr Punkte. Solange ich nicht den Boden berühre. Mal sehen, ob ich das halten kann. Ne, ich glaube, jetzt habe ich den Boden berührt. Ach, egal. Keine Leben mehr für mich. Okay, man kann nicht auf Banzerbills draufspringen. Das ist mir jetzt neu. Ja, scheiße. Nicht sterben. Da oben ist bestimmt ein echt cooles Item, aber ich habe keine Zeit. Doch, ich habe noch Zeit, das zu kriegen. Ne, okay, in diesem Spiel kann man nicht auf Banzerbill springen. Es tut einfach weh, drauf zu springen. Das macht gar keinen Sinn. So, ich hätte einfach mich in diese Röhre verziehen sollen. Jetzt muss ich dafür zahlen, alle meine Power-Ups zu verlieren, bis auf meinen Pilz. Okay, geht die Hölle hier weiter, oder? Kriege ich erstmal eine Pause. Oder ein Checkpoint vielleicht. Kein Checkpoint. Puh. Seht ihr, hätte ich eine Feuerblume, wäre das jetzt eine easy Stelle gewesen. Jetzt habe ich es aber trotzdem noch nicht geschafft. Okay. Nimm dir Zeit, um durch die 3 Quad Cannon zu kommen. Achte auf sichere Ecken, wo man durchkommt. Okay, ich habe mir meine Zeit genommen. Was soll ich mit den Torten? Soll ich mir eine mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir hier... Ach nein, ich verstehe, was ich machen muss. Klar. Ich muss den Weg dazu bauen, dass sie hier nicht mehr entkommen können. Genau. Ja, gewissermaßen. Irgendwie. Zwar macht das keinen Sinn, dass das... Ja, scheiße, das schwebt. Aber ich habe das erreicht, was ich wollte. Einfach abhauen. Nein, es hat nicht geklappt. Ich musste mich noch hinten treffen lassen. Jetzt aber. Puh. Gut, jetzt haben wir einen Checkpoint. Stell dich mal vor, ich wäre getroffen worden und wäre klein. Dann wäre ich einfach mal davor gestorben. Ich hätte so geweint. Okay, der Spaß hier geht weiter. Zumindest kann ich diesen Fisch töten. Das ist schon mal was. Der hier auch. So, Schraubenschlüssel-Typen kann ich auch töten. Okay, Vollblume ist schon. Bringt doch was jetzt. Seinen Nutzen. Machen wir hier unten lang. Ich glaube, das ist besser. Ich weiß jetzt nicht, ob diese oberen Dinger sich da irgendwie aktiviert haben. Toll, nur Geld. Nein, danke. Jetzt muss ich ja runter. Oh, Scheiße. Aber für mich sah das eigentlich auch schon fast aus, als wäre ich da drauf gewesen. Achso, das ist für eine Münze hier, ne? Irrelevant. Ich nehme das einfach mal mit, vielleicht kann ich es irgendwo gegenschmeißen. Da bringt mir was. Boah, da oben war voll das Geld. Für welchen Line gekommen? Ich gehe jetzt hier oben lang. Oder wäre unten besser gewesen? Weiß ich nicht, also es gibt so. Scheiße. Schon so die zwei Wege. Einer ist eventuell besser als der andere. Nerv mich nicht. Gut. Da hat es seinen Nutzen. Oh Mann, wieso bin ich so doof und gehe zurück und versuche es zu holen? Ich hätte es einfach dabei belassen sollen. Aber egal. Mal schauen, was hier noch so kommt. Hoffentlich kein ultra fetter Boss. Ich glaube, das ist Wendy. Scheint tun meine Feuerbälle auch weh. Das war jetzt fies. Mist, ey, das ist echt fies, weil... Naja, ich erleide automatisch immer so einen Treffer. Oh Mann. Ich glaube, ich werde hier sterben. Nein, sie stirbt. Gut, weil ich hätte echt viel von vorne machen müssen. Das wäre echt viel gewesen. Aber ich habe es gerade so doch noch hinbekommen. Oh, dieser Moment der Erleichterung, so gerade so, als das Geräusch kam, oh, geil, gut, puh, war gut. To Wretched Modes, also hier ist noch lange nicht Ende, liebe Freunde. Abgesehen davon, dass wir sowieso noch einen anderen Weg frei haben,
Ach so, doch, ist wohl doch dein Ende. Ist es. Okay, die Ju. Es heißt Welt 4, aber die machen wir ja noch nicht. Also das Schloss können wir nicht machen. Ja. Gut, keine Sorge, einen Weg haben wir noch. Wäre echt eine kurze Welt im Vergleich zur Welt 1 und 2, aber das hab ich schon erwartet. Ne, Moment, wo bin ich denn hier? Hier war ich eben noch nicht. Ghost Highway. Peach. Okay, nein, hier ist doch noch nicht Ende anscheinend. Octorox. Und wieder ein Autoscroller. Was ist das denn? Oh, fuck. Okay. Kein Yoshi mehr. Wow. Okay, das ist ganz schön hart, dieses Level. Wenn ich Yoshi verloren habe, glaube ich, bin ich auch verloren. Ich probiere es einfach mal nochmal. Ach so. Gut, wenn ich ihn fresse. Ja, aber ich kann auch nicht auf ihn zurückspringen. Habt ihr es gesehen? Es ist das gleiche passiert wie eben, aber ich konnte nicht auf ihn zurückspringen. Wenn er einmal weg ist, dann gibt es so diesen... So ein, du darfst nicht draufspringen, Moment. Das gibt's in Super Mario World nicht. Ich nehme jetzt wieder Mario. So, und das Fiese ist, ich kann nicht den Gegner besiegen hier, der vor mir liegt. Doch, nur so. Wirklich nur so klappt das. Draufspringen, dann rollt der irgendwie, aber ich krieg den Treffer davon ab. Okay, so weit waren wir bis jetzt noch nicht, wie hier. Geister. Oh, es sind nicht mal Buchus, es sind irgendwelche anderen Viecher. Kann ich die essen? Ich glaube nicht, aber... Nein, kann ich nicht. Mist. Okay. Yoshi ist weg. Ich kann auf den Auto stehen. Ich glaube, die kann ich auch hochheben. Zumindest immer schon King Fusion konnte man die hochheben. Mist. Wow, jetzt habe ich einen Treffer kassiert beim Versuch, auf Yoshi zu steigen. Okay, das sind echt doofe Sachen, die mir passieren, wisst ihr? Hier bin ich erstmal sicher. Solange neue Autos kommen, ist alles gut. Da oben, da wird mich doch irgendwas überfahren jetzt gleich. Ich sehe es doch. Ich weiß nicht. Ich fühle mich sehr unwohl ohne Power-Ups. Oh, fuck. Okay, ich versuche einfach... Was soll ich denn hier machen, bitte? Okay, keine Ahnung, wirklich nicht. Wie hätte ich das denn machen sollen? Da ging nichts. Ich hätte nicht mit dem Trampolin über ihn drüber springen können. Das ging nicht, weil da war die Decke im Weg. Wenn ich auf dem Ding draufstehen kann, dann habe ich eine Chance, aber... Das glaube ich nicht. Ich denke, berühren heißt Tod. Oder berühren heißt Treffer. Deswegen... Oh, fuck. Keine Ahnung, wie das jetzt hätte laufen sollen. Ich konnte nirgendwo zurück. Ich konnte nirgendwo ausweichen. Es ging nichts. Also, schon eine echt, ja, fiese Sache gerade. Hier muss ich auch sau aufpassen. Auto drauf. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Puh. Aber die wollen mir auch nicht weiß machen. Hier gibt es einen blauen Switch, mit dem ich hier alles mir hätte sparen können. Also ich habe ja einen lilanen Switch gemacht. In dieser Welt. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier auch noch einen blauen gibt. Vielleicht in einer anderen Welt, in einer späteren Welt. Aber nicht hier. Denke ich. Zumindest. So, hier wird es jetzt interessant, mal zu sehen. Zumindest habe ich jetzt Ausrüstung. Ich habe einen Yoshi und ich habe einen Pilz. Ich könnte auch theoretisch jetzt über Yoshi rüber und hoch. So, nee, das will ich mal sehen, wie das jetzt funktionieren soll. Na gut, Yoshi ist weg, aber das nehme ich dann wohl in Kauf. Yes, fliegen, sehr gut. So, ich weiß nicht, ob ich auf diese Viecher draufspringen kann. Ich lasse es einfach mal. Weil es ist mir gerade zu wertvoll, dass ich gerade noch ein Power-Up hier mehr habe.
Seht ihr, damit ich hier so sexy überall vorbeifliegen kann. Das bringt schon was. Noch ein Trampolin. Wahrscheinlich hätte ich das sogar... Oder würde ich das jetzt brauchen für irgendwas? Aber ich habe ja noch das andere. Mist. Habe ich mich voll erwischen lassen. Ja, gut. Wann gibt es hier mal einen Checkpoint? Ich will einen Checkpoint. Oder das Ende. Aber ich glaube nicht. Oder wenigstens mehr Power-Ups. Oh, okay, eine Münze. Tut mir leid. Drei Münzen. Damit ist ja alles wieder gut. Die ganzen Münzen. Alles beglichen. Ich würde so gerne auf sie drauf springen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ob die Schaden nehmen können. Ist hier ein Gegner drauf? Okay. Ja, ist es. Ich glaube, der wird mich auch wieder verfolgen, oder? Ja. Aber diesmal kann ich mich hier unten verstecken. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ich glaube einfach nur, die andere Stelle war überhaupt nicht zu Ende gedacht, weil ich nicht ausweichen kann. Das ist echt fies. Oh fuck, er kommt wieder. Oder ich kann mich einfach draufstellen. Okay, dann nehme ich alles zurück. Die haben sehr wohl alles zu Ende gedacht. Man kann draufstellen. So, das Trampolin, was zur Hölle mache ich hier überhaupt? Ich könnte jetzt hier rein oder mein Leben riskieren, um diese bescheuerte Münze zu kriegen. Also, das sehe ich überhaupt nicht an. Naja, das hat hier seinen Nutzen. Damit ich ein One-Up bekomme, ganz zum Schluss. Wow, okay. Viele Autoscroller. So viel Wasser haben wir jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr gehabt. Also auch viel wieder an Land. Freut mich. Ich bin mehr ein Nicht-Unterwasser-Fan. Ein Nicht-Unterwasser-Fan. Achso, und das öffnet uns wieder hier den Weg. Okay, also sind wir im Prinzip dann irgendwie im Kreis. Diese Röhre da rechts. Ne, ich habe jetzt mal Level freischalten gedrückt. Mal zu gucken, ob es ein Secret Exit gibt oder so. Hier, das können wir nicht machen. Ob man irgendwie in diese Röhre reinkommt. Also... Nochmal langsam. Also wir gehen hier rein. Das führt uns da hoch. Jetzt stecke ich hier fest. Keine Ahnung. Das führt uns zu Welt 4. Richtig. Und wenn ich nochmal da reingehe, komme ich aber nicht daraus, wo ich vorher war, sondern hier unten. Und wenn ich jetzt hier reingehe, wo komme ich dann raus? An Stelle 2 wieder, oder? Doch, dann komme ich wieder dahin zurück. Okay. Ja, gut. Ist ein komisches Dreieck. Dreiecksverhalten. Ist kein Dreiecksverhalten. Die zwei von diesen Wegen führen ans eine Ziel. Aber das eine führt irgendwie nicht... Keine Ahnung, ist schon komisch. Naja, gut. Oh, das ist ja noch eine Röhre. Mal schauen. Ja, die Welt ist noch nicht vorbei. Also wir könnten sie beenden, theoretisch. Aber ich sage nö. Denn uns fehlen ja noch Levels. Die beim nächsten Part dann spielen. Und zwar gehen wir wieder zurück zum Anfang. Dann hier entlang. Ja, und beim nächsten Mal dann geht es ja weiter mit irgendwie S-Levels. Ich weiß nicht, sind das Special-Levels? Sind die besonders schwer? Ich weiß nicht, warum die S1 heißen. Vielleicht Sonder-1? Okay, nein, das ist ja nicht Deutsch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dass das so parallel extra für sich dann nochmal ist oder so. Okay, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.